Letztes Jahr ist der Gaspreis stark gestiegen, aber inzwischen ist er um 90% eingebrochen. Ist der europäische Gasmarkt inzwischen überversorgt? Ersaufen wir jetzt sozusagen in Flüssiggas, wie das manche sagen? Oder sind wir dazu sorglos und der Gaspreis könnte bald wieder deutlich steigen? Und was heißt das für uns als Anleger? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Gestern ist das neue Gebäudeenergiegesetz beschlossen worden. Ich habe es kurz überflogen. Es ist wirklich total einfach alles. Wenn Ihre Heizung kaputt geht, Sie dürfen immer noch eine neue Öl- und Gasheizung einbauen oder aber nach 3 Jahren, da muss die dann so umgerüstet werden, dass sie zu 65% umweltfreundlich ist. Es sei denn, Ihr Gasnetzbetreiber sagt, dass Sie in Zukunft mit Wasserstoff heizen können. Oder aber Sie sind mindestens 80 Jahre alt und Ihr Mietshaus hat weniger als 6 Wohnungen. Sie müssen dann aber auch selber drin wohnen. Und wenn Sie sterben würden, dann muss der, der das Haus dann kriegt, gleich umrüsten und nicht erst 2045, so wie alle anderen. Ist doch ganz einfach. Naja gut, und speziell das mit dem Wasserstoff, das klingt natürlich schon ein bisschen schräg, weil es natürlich im Moment keinen Anbieter gibt, der Ihnen heute schon sagen könnte, dass er Sie in Zukunft mit Wasserstoff beliefern wird. Wie auch. Mal ganz abgesehen davon, was das dann kostet, abgesehen davon auch, dass es solche Heizungen ja noch gar nicht gibt und auch abgesehen davon, dass wir ja eigentlich eine Wasserstoffstrategie haben, die das Heizen mit Wasserstoff ausdrücklich nicht vorsieht, weil er dafür zu schade ist. Und naja, außerdem finde ich, es müsste da auch ein paar Ausnahmen geben. Also zum Beispiel, dass man das Ganze dann nicht mitmachen muss, wenn man nachweisen kann, dass man jede Woche 1 Kilo vegane Fleischersatzprodukte zu sich nimmt. Bier zählt auch. Aber wie auch immer. Naja, man sollte ja meinen, nach dem, was wir so erlebt haben letztes Jahr mit der Gaspreisexplosion, dass sich da dann sowieso keiner mehr eine Gasheizung einbauen will. Aber weit gefehlt. Die Verbände sagen, es gibt zurzeit sogar einen richtigen Run auf Öl- und Gasheizungen. Der Absatz hat sich in letzter Zeit verdoppelt, weil jetzt will natürlich jeder noch ganz schnell so eine Heizung haben. Ab nächsten Jahr geht's ja nicht mehr. Der Schuss ist also erstmal nach hinten losgegangen. Ob das jetzt wirklich so gut ist, wenn man sie jetzt noch eine Gasheizung einbaut. Dazu gibt es ein brandneues Video von meinem Kollegen Sebastian Hell. Der setzt in seinem Kanal Hell investiert sich da ja schon immer auch auseinander, auch mit Immobilienthemen eben. Also wenn Sie da betroffen sind, dann ist es für Sie ein wichtiges Video. Aber wie gesagt, bei diesen Gasheizungskäufen, da hat sich die Bundesregierung also erstmal verrechnet. Hat sie das woanders auch? Zum Beispiel bei unserer Gasversorgung. Die Meldungen sind da ja sehr widersprüchlich. Wir haben auf der einen Seite Studien, die sagen, das, was da jetzt alles gemacht wird mit der Flüssiggasinfrastruktur, das ist komplett überdimensioniert und wir ertrinken jetzt in Flüssiggas. Auf der anderen Seite sagt aber zum Beispiel auch Klaus Müller von der Bundesnetzagentur, es gibt immer noch die reale Gefahr, dass Erdgas nächsten Winter wieder knapp wird. Und bei Goldman Sachs sagt man, dass sich der Gaspreis bald wieder verdoppelt. Wie ist es möglich, dass die da alle so weit auseinanderliegen? Wir rekapitulieren. Das ist der europäische Gas-Spot-Preis, TTF-Gas, seit Anfang 2022. Der Chart ist von TradingView. Ab Februar letztes Jahr Ukraine-Krieg natürlich, der Gaspreis verdreifacht sich, beruhigt sich dann erstmal wieder, aber im Sommer vervierfacht er sich dann sogar. Da kriegt man dann wirklich Panik. Nur, und das ist eben das Erstaunliche, von seinem Hoch Mitte August ist er jetzt um 90% wieder eingebrochen. Damit ist er auch fast 50% niedriger als in der Zeit unmittelbar vor der Ukraine-Krise. Und nur seit Jahresbeginn jetzt, also dieses Jahr, das sieht man hier, da hat er sich auch noch mal fast halbiert und das mitten im Winter. Ist es jetzt schon wieder eine Übertreibung nach unten? Oder ist es eben so, wie viele eben sagen, dass wir jetzt eben in Gas ersaufen?
Mein letztes Video zu dem Thema, das ist es noch nicht mal 2 Monate her, aber Sie sehen schon, es lässt mich einfach nicht los, das Ganze, weil das eben jetzt auch eine Chance sein könnte. Und außerdem, es gibt ja auch kaum noch Kanäle, wo das Thema Gasaktien sonst noch behandelt wird. Ich hoffe also, Sie würdigen das, dass Sie hier auch ab und zu noch mal was hören über schöne, dreckige, fossile Gasaktien. Am besten würdigen Sie das natürlich mit einem Kanalabo. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, einfach auf die Glocke gehen, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos da sind von mir. Gut, und in meinem letzten Gasvideo, da habe ich ja noch gesagt, wenn der Winter vorbei ist, dann werden unsere Gasspeicher natürlich leerer sein als sonst. Das war schon mal falsch. Jetzt wissen wir, wir sind aus dem Winter gegangen mit Gasspeichern in der EU, die Anfang April zu 56% voll waren. Hier in Rot eine Grafik aus der Financial Times. Das war so voll wie mindestens seit 2011 nicht mehr. Das Dunkelblaue ist der 5-Jahres-Durchschnitt. Da sind wir auch deutlich drüber. Weil der Winter war mild, es ist auch gespart worden, wenn auch nicht immer ganz freiwillig von jedem. Und die Speicher waren vorher außerdem exzessiv voll und es kam auch genug Gas von woanders woher. Also zum Beispiel eben Flüssiggas aus den USA. Man hat dann ja auch blitzschnell diese schwimmenden Terminals dahingestellt und da kommt auch noch mehr. Bis 2030 EU-weit Anlagen mit einer Jahreskapazität von 400 Milliarden Kubikmeter, wo zum Beispiel das Institute for Energy Economics and Financial Analysis sagt, das ist komplett übertrieben, davon wird man nicht mal die Hälfte brauchen. Und Bloomberg schreibt, dass sogar jetzt schon wieder viel zu viel Flüssiggas unterwegs ist auf den Weltmeeren, weil sie alle so viel bestellt haben natürlich. Und dass die Schiffe jetzt wochenlang warten müssen, bis sie es wieder loswerden, bis sie da gelöscht werden können. Aber Achtung, ein Überangebot jetzt im Frühjahr, das heißt nicht, dass es immer so bleibt. Und eine viel zu große Gasinfrastruktur, das heißt ja auch nicht, dass man das Gas deswegen billig immer bekommt. Und darum gibt es eben auch Aussagen wie die vom Chef der Bundesnetzagentur, der eben unter anderem sagt, wir haben im letzten Winter zum Teil eben auch einfach Glück gehabt, aber dieses Jahr sieht es vielleicht anders aus. Das gleiche Fatih Birol von der Internationalen Energieagentur, der meint, man ist da jetzt schon wieder viel zu sorglos. Oder eben auch Goldman Sachs mit dieser Prognose, dass sich der Gaspreis verdoppeln wird, wo man vor allem darauf hinweist, dass die Nachfrage aus China jetzt wieder zurückkommt, jetzt wo da die Lockdowns vorbei sind. Oder auch Justin Thompson von T. Rowe Price, der weist hier auf Investing.com darauf hin, dass Europa diesen Winter wahrscheinlich auf einen Schlag 30% vom globalen Flüssiggas plötzlich aufkaufen muss, damit es durchkommt. So oder so, es geht also immer darum, dass ohne das russische Pipeline-Gas, das nach Europa geht, der Weltmarkt einfach unterversorgt ist auf Jahre. Und Russland kann dieses Gas aber eben einfach auch nicht schnell mal umleiten nach China. Und hier haben wir China, das Wachstum seines Gasverbrauchs. Der ist seit 2012 eigentlich immer gewachsen und das Orange hier ist Flüssiggas. Letztes Jahr ist er dann aber zurückgegangen und man hat außerdem die Flüssiggasimporte auch noch ersetzt mit eigener Produktion und mit Pipeline-Gasimporten. Und das wird dieses Jahr aber eben wahrscheinlich nicht mehr so laufen, wie man sich denken kann an der Historie, sondern auch China wird jetzt sehr wahrscheinlich wieder als Nachfrager auftreten. Und das hier ist insgesamt global die Veränderung von den Flüssiggasimporten links 2021, rechts 2022. Das Gelbe ist China, das Grüne ist Westeuropa. Man sieht, wie stark 2021 die chinesische Nachfrage gestiegen ist. 2022 ist aber die Nachfrage aus Westeuropa noch viel stärker gestiegen. Da ist zum Glück die chinesische Nachfrage gefallen. Das hat den Markt entlastet. Aber dieses Jahr sind eben beide wieder da. Und es gibt aber noch einen wichtigen Faktor, über den spricht man nicht so viel und so gern hier. Man sagt ja meistens, Russland beliefert uns nicht mehr. Das sage ich auch oft hier aus reiner Faulheit. Aber es stimmt natürlich so nicht.
Russland liefert immer noch jede Menge. Natürlich nicht mal über Nord Stream, dafür aber über Turk Stream und über die Ukraine auch immer noch. Und die EU wehrt sich nicht dagegen und macht auch keine Anstalten, dass sie das irgendwie unterbindet oder zurückfährt. Es ist mit eine der größten Absurditäten in diesem ganzen Wahnsinn. Gazprom leitet weiter Gas durch die Ukraine, zahlt an die auch immer noch Durchleitungsgebühren. Die Ukraine leitet das auch weiter, wohl wissend, dass sie damit den Krieg gegen sich finanziert. Und von da aus geht es dann durch die Slowakei bis ins schöne Österreich nach Baumgarten. Und da wird es dann weiterverteilt. Und da steigen die Lieferungen jetzt auch wieder. Und das ist auch mit ein Grund für die niedrigen Gaspreise im Moment. Und irgendwie wartet man ja die ganze Zeit schon drauf, dass irgendwann mal dieses Nord Stream Taucherteam auftaucht und jetzt auch mal Baumgarten in die Luft jagt. Aber das Ganze ist natürlich schon Heuchelei hoch 10. Und vor allem stellt sich die Frage, wie lange läuft das noch so? Also halten da beide Seiten still oder wird es irgendwann mal eben doch von einer Seite auch torpediert, weil vielleicht die EU Skrupel kriegt oder weil Russland vielleicht auch da mal ein bisschen die Daumenschrauben ansetzt. Und wie es da weitergeht, das weiß natürlich kein Mensch. Aber wenn man auch das Gas mit Flüssiggas ersetzen müsste, dann wird es auf dem Weltmarkt wahrscheinlich wirklich eng. Und apropos Flüssiggas, das wir ja Gott sei Dank kriegen aus den USA und aus Katar. Das hier ist aus der Financial Times. Die europäischen Flüssiggasimporte 2020 bis 2022. 2022 ist das untere. Da sind sie stark gestiegen natürlich. Vor allem der US-Anteil in dunkelblau ist stark gestiegen. Aber der russische Anteil in Mittelblau, der ist auch gestiegen. Auch da hat uns Russland also dankenswerterweise geholfen mit zusätzlichen Flüssiggaslieferungen in unserem heldenhaften und siegreichen Kampf gegen die Abhängigkeit von russischem Gas. Wie geht's weiter? Es muss jetzt nicht alles wirklich furchtbar dramatisch werden nächsten Winter, aber ich gehe davon aus, dass man, was Gas betrifft, wahrscheinlich wirklich zu sorglos ist hier im Moment. Ich gehe davon aus, dass der Markt strukturell unterversorgt ist eigentlich, dass es dieses oder nächstes Jahr ein Wettrennen geben wird wieder um Flüssiggas weltweit oder dass es das geben kann zumindest. Und dass wir dadurch eben auch die Terminals, die ja auch noch lang nicht alle fertig sind, dass wir die kurzfristig wahrscheinlich schon auch wirklich brauchen werden. Und aus Anlegersicht eben auch, dass diese starke Gaspreiskorrektur, die wir gehabt haben, dass das eine Chance ist. Es kann kurzfristig nochmal absacken, vielleicht sackt es sogar nochmal stark ab, wenn wir wirklich gerade eben diesen Überschuss eben haben, konkret auch auf dem Markt. Aber auf Sicht von einem Jahr oder 2 Jahren, in der Lage, in der der Markt ist, da haben wir da schon sehr wahrscheinlich Kurssteigerungspotenzial. Wie setzt man auf einen steigenden Gaspreis? So an ETCs oder an Zertifikaten, da haben wir meines Wissens nur Produkte auf den US-Gaspreis. Henry Hub, das ist der hier, da ist die Dynamik schon eine andere, aber auch der ist stark gefallen. Und dadurch, dass immer mehr Gas natürlich als Flüssiggas gehandelt wird jetzt auch, dadurch globalisieren sich die Erdgaspreise sozusagen auch langsam. Also der Gleichlauf wird jetzt stärker. Aber ein bisschen eleganter sind natürlich schon Aktien aus dem Sektor, wo die meisten jetzt auch nicht mehr teuer sind. Hier nochmal der Klassiker Equinor, der Öl- und Gaskonzern aus Norwegen, der Einjahreschart. Sie sind zurückgekommen von über 40 Euro auf 26 Euro. KGV für dieses Jahr ist jetzt ungefähr bei 6. Technisch sind sie ein bisschen angeschlagen. Aber sie werden diejenigen sein, die Europa jetzt stark mit Gas versorgen, mit absolut konkurrenzfähigem Pipeline-Gas. Unsere nächste Gazprom sozusagen. Oder eben die naheliegendste Gasaktie Shell steht immer noch da wie eine Eins, auch der Chart KGV ungefähr 6,5. Und sie haben einfach eine fantastische Position im globalen Flüssiggasmarkt, auch mit den Vorkommen und den Terminals und der ganzen Infrastruktur. Und Flüssiggas bleibt ein Wachstumsmarkt. Gut, aber jetzt dazu nochmal eine ganz wichtige Info. Entgegen hartnäckiger Gerüchte, Shell ist nicht die Abkürzung von Sebastian Hell.
Er hat's weit gebracht im Leben, aber Shell gab's schon vor ihm. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass er Shell irgendwann mal übernimmt, der alte Geldsack mit seinen 67.000 Kanalabonnenten hier. Und klar, so viele Abos wollen wir hier alle haben. Und was mich betrifft, da kann ich eben auch immer wieder nur an Sie appellieren, dass Sie mich da auch unterstützen mit Ihrem Kanalabo. Und was das Heizungsgesetz aber betrifft, schauen Sie sich das letzte Video an von Sebastian Hell, weil aus der Sicht von Immobilienbesitzern, da kann ich Ihnen nur so viel sagen. Wenn Sie Vermieter sind, reißen Sie die verdammten Heizungen einfach raus jetzt aus den Wohnungen. Es hat ja doch keinen Sinn, es hilft alles nicht. Sollen die Mieter schauen, wie sie heizen? Es gibt jetzt ja auch wieder Radiatoren und sowas. Und wenn Sie das Haus selber nutzen, dann empfehle ich so eine Mischung aus einer kleinen Solaranlage auf dem Dach und im Wohnzimmer dann einen Ofen, den Sie dann heizen mit dreckiger deutscher Braunkohle. Damit bilden Sie den Energiemix ab, der uns vorgelebt wird von der Bundesregierung. Und das kann dann ja so falsch nicht sein. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.